Nach dem ersten großen Sieg der Griechen über die Perser bei der Schlacht bei Marathon war die Stimmung noch gut. 10 Jahre später musste man allerdings um das Fortbestehen der Griechen bangen. Der persische Großkönig Xerxes stellte ein riesiges Heer auf und zog mit diesem rachesuchend durch Griechenland. Nach der Überquerung an der Meerenge Hellespont unterwarf Xerxes nach und nach alle griechischen Polis. Selbst die besten Krieger Spartas, die sich mit ihrem König Leonidas heldenhaft dem persischen Heer entgegenstellten, waren machtlos und wurden getötet. Auch die attische Flotte unterlag den Persern und musste sich schwer geschlagen zurückziehen. Nach ihrem Sieg an den Thermopylen stand so den Persern und ihrem König Xerxes nichts mehr im Wege. Die dezimierten und zahlenmäßig unterlegenen Griechen standen einer aussichtslosen Situation gegenüber. In ihrer Verzweiflung fragten sie das Orakel von Delphi um Rat, das darauf antwortete: Sucht Schutz hinter hölzernen Mauern. Manche glaubten, man solle die Stadtmauern ausbauen, andere interpretierten dies so, dass nur die Schiffe Schutz gegen die Perser bieten konnten. Letztlich wurde der Rat davon überzeugt, die athenische Flotte als letztes Aufbäumen gegen die Perser in den Kampf zu schicken. Seit der Schlacht bei Marathon war die Flotte stark angewachsen, da man sich vor einem erneuten Angriff der Perser wappnen wollte. Doch ob das ausreichen sollte? Das Landheer vereinte sich währenddessen am Isthmus von Korinth, einer natürlichen Landverbindung zur Peloponnes, um im Notfall wenigstens diese noch halten zu können. Zu diesem Zeitpunkt gab es kein Zurück mehr. Die Stadt verlagerte sich auf das Meer, die Männer besetzten die Schiffe, Frauen und Kinder brachten sich in der Nähe von Salamis in Sicherheit. Eine alles entscheidende Schlacht sollte also über das Leben aller Griechen entscheiden. Wenn die Griechen einen Vorteil hatten, dann den, dass die eigenen Schiffe schneller und wendiger als die der Perser waren und sie in bekannten Gewässern gegeneinander kämpfen sollten. Die griechischen Schiffe machten sich zum Kampf bereit und lichteten ihre Anker im Hafen, der Angriff der Perser folgte sogleich. Ein präziser Verlauf der Schlacht ist leider nicht bekannt, da die Quellen dies nicht berichten oder sich teils widersprechen. Einig ist man sich in der Forschung allerdings darin, dass es den griechischen Schiffen gelang, aus dem Hafen auszufahren und sich in Gefechtsformation aufzustellen. Durch die Enge der Bucht konnte die griechische Flotte nicht umfahren und von hinten angegriffen werden, und die größere persische Flotte musste ihrerseits die eigene Formation aufgeben. Die eigentliche Überlegenheit der Perser wurde hiermit genommen. Den Griechen wiederum gelang es mit ihren wendigeren Schiffen, die persischen Reihen zu durchbrechen, und es kam zum Kampf Schiff gegen Schiff, der einen ganzen Tag andauern sollte. Etwa 400 griechische Schiffe gegen etwa 500 persische Schiffe. Die trägeren Schiffe der Perser boten den wendigen Schiffen der Griechen jedoch hervorragende Ziele für ihre Rammsporne. Als auf diese Weise auch das Schiff des persischen Admirals erwischt wurde und sank, brach bei den Persern das Chaos aus. Die Griechen konnten daraufhin ihre eigenen Vorteile ausnutzen und die Schlacht letztendlich für sich entscheiden. Als Hauptgründe für den Sieg der Griechen werden aufgeführt: Die Perser unterschätzten ihre Gegner, die Perser hatten langsamere und trägere Schiffe, die Perser mussten die ganze Nacht durchrudern und waren müde, während die griechischen Ruderer an Land übernachten konnten, die kluge Kriegslist der Griechen, die die persische Flotte aufteilen sollte. Die größte Seeschlacht in der Antike entschieden also die Griechen für sich, zahlreiche persische und griechische Schiffe wurden versenkt. Obwohl die Perser eigentlich noch zahlenmäßig überlegen waren, befahl König Xerxes deren Rückzug. Damit hatten die Griechen ihre Heimat gegen die Perser verteidigt, König Xerxes selbst floh nach der Schlacht zurück nach Persien. Athen stieg in der Folge zur vorherrschenden Macht in Griechenland auf. Mit dem Ziel, die Perser künftig von den griechischen Polis fernzuhalten sowie wichtige Handelswege zu schützen, wurde der sogenannte Attische Seebund gegründet. Dieses Bündnissystem wurde von Athen angeführt und es schlossen sich zahlreiche Polis an. Während im Laufe des 5. Jahrhunderts vor Christus die Gefahr durch die Perser gebannt schien, wuchs der Attische Seebund jedoch mehr und mehr zu einem erdrückenden Machtinstrument der Athener an. Diese nutzten den Seebund zur Stärkung ihrer eigenen Machtstellung aus. Vor allem Sparta sowie den ihr angeschlossene Peloponnesische Bund sahen sich einer wachsenden Bedrohung gegenüber. Die Rivalität zwischen Athen und Sparta sollte in einem neuen Krieg gipfeln, dem sogenannten Peloponnesischen Krieg.